Ein Text der Kathara von 1148 nach Christi. Die Kirche der Liebe. Sie lebt nicht als feste Form, sondern nur im Einvernehmen der Menschen. Sie hat keine Mitglieder, außer jenen, die sich zugehörig fühlen. Sie hat keine Konkurrenz, denn sie wetteifert nicht. Sie hat keinen Ehrgeiz, denn sie wünscht nur zu dienen. Sie zieht keine Landesgrenzen, denn das entbehrt der Liebe. Sie kapselt sich nicht ab, denn sie sucht, alle Gruppen und Religionen zu bereichern. Sie achtet alle großen Lehrer aller Zeiten, welche die Wahrheit der Liebe offenbarten. Wer ihr angehört, übt die Wahrheit der Liebe mit seinem ganzen Sein. Wer dazugehört, weiß es. Sie trachtet nicht, andere zu belehren. Sie trachtet nur zu sein und durch ihr Sein zu geben. Sie lebt in der Erkenntnis, dass die ganze Erde ein lebendiges Wesen ist und wir ein Teil davon. Sie weiß, dass die Zeit der Umwandlung gekommen ist, fort von der Ichhaftigkeit, aus freiem Willen zurück zur Einheit. Sie macht sich nicht mit lauter Stimme bekannt, sondern wirkt in den feinen Bereichen des Seins. Sie verneigt sich vor allem, die den Weg der Liebe aufleuchten ließen und dafür ihr Leben gaben. Sie lässt in ihren Reihen keine Rangfolge zu und keinen starren Aufbau, denn der eine ist nicht größer als der andere. Sie verspricht keinen Lohn, weder in diesem noch in anderen Leben, nur Freude des Seins in der Liebe. Ihre Mitglieder erkennen einander an der Art zu handeln, an der Art zu sein, an den Augen und an keiner äußeren Geste als der geschwisterlichen Umarmung. Sie kennen weder Furcht noch Scham, und ihr Zeugnis wird immer gültig sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Kirche der Liebe hat kein Geheimnis, kein Mysterium und keine Einweihung, außer dem tiefen Wissen um die Macht der Liebe und darum, dass die Welt sich ändern wird, wenn wir Menschen dies wollen, aber nur, indem wir selbst uns zuerst verändern. Alle, die sich zugehörig fühlen, gehören dazu. Sie gehören zur Kirche der Liebe.